ja letzte Woche ein Video online gestellt habe mit meinen Lieblings-Eskadron-Dressurschabracken, habe ich mir überlegt, ich mache es gleich auch noch mit meinen Springschabracken von Eskadron. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich nur 3 Stück habe. Und meine anderen Springschabracken sind von Haferpolo, Spooks, ja, No Name, Pfiff, glaube ich. Ja, aber der Großteil ist tatsächlich von Haferpolo für Springen. Also wenn euch der Teil auch interessiert, kann ich euch gerne auch nochmal ein Schabrackenvideo von meinen Haferpolo-Schabracken machen. Aber jetzt habe ich erstmal die 3 Schabracken von Eskadron für euch. Und ich fange einfach mal mit dieser hier an. Und zwar ist das diese hier. Ich weiß gar nicht, aus welcher Kollektion die kommt, weil ich die gar nicht so schön finde, um ehrlich zu sein. Das müsste aber Light Viola sein. Ich zeige sie euch mal. Ja, vielleicht kennt der ein oder andere die Kollektion ja auch und kann mir auch die Kollektion und die Farbbezeichnung in die Kommentare schreiben. Ja, wie gesagt, die Schabracke benutze ich auch gar nicht so oft, um ehrlich zu sein. Das ist nicht so meine Farbe. Aber sie ist halt trotzdem von Eskadron. Oh, dann kommt meine Lieblingsschabracke für meinen Springsattel. Das ist diese hier. Das ist die Eskadron, weiß ich nicht, Splash, glaube ich, aus der Next Generation von 2014 oder 15. Auf jeden Fall finde ich die so schön. Die habe ich letzten Sommer zufällig im Reitsportladen meines Vertrauens gefunden und sie muss einfach bei mir einziehen. Und sie ist so toll. Oh, ich liebe sie. Und zu guter Letzt sind wir schon wieder am Ende angelangt. Habe ich hier noch eine Schabracke. Moment, die ist noch ein bisschen haarig. Die kommt gerade direkt aus dem Stall. Und zwar ist das diese hier. Das ist eine Eskadron Niki VS. Ja, die Farbbezeichnung müsste ich raten. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber die ist auch von 2015. Aus der Sommerkollektion von Niki oder früher Sommerkollektion von Niki. Ich glaube Burgundi, Grey, keine Ahnung, schlacht mich tot. Vielleicht weiß das ja auch irgendwer. Da bin ich irgendwie, bei den Springschabracken bin ich echt schlecht informiert. Da merkt man, dass ich doch mehr im Dressursattel reite. Ja. Das war ein kurzes Video. Tut mir leid. Ich habe auch gedacht, es würde ein längeres Video werden. Aber, was ich nicht vergessen darf, ich bin am Sonntag, am 26. auf der Equitana. Und es wird jetzt kein besonderes Treffen geben, aber wenn ihr mich mal seht, und ich bin ja jetzt nun mal anhand der Haare nicht ganz so schwer zu erkennen, sprecht mich gerne an. Ich freue mich immer, wenn ich euch mal kennenlerne, wenn ich ja einfach mal mit euch reden kann. Und ja, ich beiße nicht. Die Mädels, mit denen ich unterwegs bin, die beißen auch nicht. Und ja, wir sind auf jeden Fall da. Sonntag, die genaue Zeit stelle ich noch bei Instagram rein und bei Facebook. Und dann würde ich erstmal sagen, sehen wir uns vielleicht Sonntag. Und ansonsten, bis in die nächste Woche.